Ja, du sag mal da drüben, was angelst denn du da? Ja, ich sage, ich angel hier die sagenumwoben Nixenbuben. Wie Nixenbuben, hab ich noch nie Ja, gehört. schön Nixenbuben, ne? Den gebe ich dann immer ein Küsschen und dann lasse ich sie wieder frei, ne? Aber irgendwie, ich Also, weiß nicht, das scheint denen zu gefallen. Die kommen recht häufig hier. Zack, da war schon wieder einer dran. wie jetzt, so, du holst da so einen richtig dicken Nixenbuben raus, oder was? Ja, klar, ne? Die Profis küssen das hintere Ende. Ich sag's dir, da geht's Den richtig rund Nixenring hier. oder wie, oder was? Ja, den goldenen Nixenring, du. Ich ritz mit dem Messer eine kleine Kerbe ran, ne? Und dann weiß der Nixenbube, ja, da darf kein anderer mehr dran mit einem Küsschen, du. Das klingt aber schon pervers, ne? Ja, klingt pervers, bringt aber viel ein, ne? Das Meer gibt und die See nimmt, so, ne? Das ist halt so. Ja, die schaumische Gicht. Ey, guck mal, wie viel Geld wir mit Angeln machen können, ne? Wir müssen ein Boot kaufen bald, damit Ja, ich. wir müssen da rausgehen und irgendwas Großes, einen richtig dicken Richard Nixon-Buben rausholen. Den alten Richard Nixon, Swixen. Richard Swixen? Richard Swixen. Der ist doch hier Real Estate, oder? Macht der nicht? Ja. Wir haben noch Eier, ich hol mal Eier. Haben wir nicht auch irgendwie Milch? Müsst ihr jetzt nicht mal wieder bald ein bisschen. Nee, heute war No Milk. Wie jetzt? No Milk Friday. No Milk, heute hat er nur vegane Milch, die braune, die Schoko hinten raus. 25. ist auch hier Weihnachtsschmaus, ne? Da müssen wir auch Whisky-Lizenzen und sowas haben, weil die Leute müssen da sich schon ein bisschen anheitern. Oh, 107! Wir sind zum ersten Mal ein bisschen. 108, 108! wir steigen. Das sind die Eier. Und die Fische vielleicht. Und die Fische. Seitdem wir diese glutamatgestreckten Fische haben. MSG-Fische. Ja, man muss da halt auch ein bisschen rein investieren immer. Ja klar, man muss immer ein bisschen den. Ich meine, die Angelrute haben wir längst wieder raus, ne? Verpreislich. Ja klar, und dann hier noch die Trophäe. Die animiert die Leute auch dazu, mehr zu kaufen, merke ich richtig. Gucken den roten Fisch an und sagen, wow, holt mir doch noch ein Ei Ich habe in die aber einfach auch so, Strohlaschate ich pressen. habe einfach so einen Fisch auf dem Brett genagelt, ne? Der schimmelt so vor sich hin. Stinkt, verwirrt. Hat man nicht früher in China als Foltermethode einfach einen Eimer Fisch Innereien so vor den Gefolterten gestellt, weil das die pure Qual war, das permanent zu riechen? Ja, das ist auch, glaube ich, nicht schön. Also. Geruchsfolter ist mies. Ja. Ey, die Reputation ist. Wir kommen einfach nicht mehr raus aus diesem. Soll ich mal angeln gehen? Vielleicht hole ich was Geiles raus. Ich gehe mal auch angeln. Holst du dir eine Angel oder soll ich dir eine geben? Naja, gib mir mal eine. Warum werde ich Weil. doppelt im Moment? So, und wie geht es einfach reinhalten und. Oh, die Gedrückt. geht aber kaputt. Ja, gedrückt halten dann, ne, und werfen, wie man das so aus anderen Spielen kennt. Und wenn's zappelt an der Angel, einfach nochmal Maustaste drücken. Mal gucken, was ich raushole. Ich meine, es gibt noch andere Stege hier, glaube ich, wo man angeln könnte. Vielleicht gibt es auch anderen Fisch. Gibt ja verschiedene Fischorte. Ich muss erstmal hier diesen Jo. alten Urin wegmachen. Was ist das denn hier für einer? Brauner Fisch habe ich geholt. Achso, hast die Schöne Tasche. braune. Nee, habe ich immer noch nicht. Du musst die Tasche. Aber ich. Du musst die Tasche Ja, brauchst du holen. Tasche. Ja, sonst bringt das nichts. Dann hast du drei Slots. Er konnte Mandel nicht finden. Dann meine ich meine Lizenz. Wir haben nicht mal eine Ich wollte Mandelmann-Lizenz. gerade sagen, ey, du kannst dich einfach drauf Alter, ich losmandeln. habe Whisky geangelt. Was, Alter? Einen alten Seemann hat er gefunden mit einer Whiskyflasche in der Hand. Während du irgendwelche Richard Nixon-Buben da rausholst. Guck mal, hier. Eine ganze. Oh, 480. eine ganze Kiste? Ja, ich habe eine Alter! ganze Kiste Whisky rausgezogen. Der hat da irgendwie am Totenmanns Grab hat er geangelt da. Hab jetzt eine Tasche geholt, eine mittlere mal. Oh, eine Nachdem wir den Whisky mittlere gefunden gleich. haben, kann ich mir auch eine mittlere gönnen. Ja. Hol ich easy rein mit meinem Angelglück. Kannst du. Alter, hier ist ein Sixer Whisky. Aber haben wir eine Lizenz? Dürfen wir den überhaupt verkaufen? Wir können ihn nur nicht erwerben, aber verkaufen, denke ich, dürfen wir ihn. Weiß ich nicht. Das könnte so, hier, da steht so ein Typ. Der könnte für irgendeine, ja, sieht aus, als würde er für irgendeine Agentur arbeiten. Jetzt hält er sein Gesicht in die Flammen. Was? Voller Hass brennt sich seine Nase weg.
Komm, noch mal so ein schönes Backen Whisky. So, ich habe dreimal brauner Fisch. Das ist der etwas teurere, ne? Ja. Oh, ich habe volles Angelglück. Ich gehe mal hier angeln. Mal sehen, ob es da coolere Sachen gibt. Aber es ist eigentlich schon ein ziemlich geiles Game, ne? Eigentlich ist es sehr geil, ja. Angeln fehlt auch in vielen anderen Spielen dieser Art. Angeln ist eigentlich sowas, würde ich einfach reinmachen. Auch wenn ich jemals so ein Bigfoot-Game machen würde, würde ich einfach auch noch Angeln mit reinnehmen. Ja. Oh, ey, hier ist eine Schlägerei zwischen zwei Leuten irgendwie. Ah, jetzt hat sich aufgelöst. Was, wegen der Marmelade? Ja. Es gibt ja hier diese Hass-Marmelade. Das ist eine bärtige Frau, ist dazwischen gegangen. Und hat dem einen eine Aubergine irgendwie in den Körper geschoben. Ganz unangenehm. Und eine Rose mit den Dornen zuerst, aber... Er konnte Champagner nicht finden. Oh, Entschuldigung, ich sag ja, wir brauchen so eine Champagner-Lizenz. Hat jemand schon einen Whisky gekauft? Nee, bis jetzt irgendwie noch nicht. Also ich habe zumindest noch nicht drauf geachtet jetzt. Ich habe Abfall gefunden. Ich drück das hier einfach immer ganz hohl, ohne nachzudenken, weg, was sie kaufen. Ja, du bist ja voll im Silberblick, ne? Ja, nee, Whisky traut sich keiner irgendwie zu kaufen. Hinterhofzeug. Das ist so Hinterhof-Whisky aus dem Meer, Da ist ein Fluch drauf wahrscheinlich, so ein Piratenfluch, weißt du? Oh doch, ich glaube, da langt einer gerade zu. Weil das ist einer, glaube ich, für 180. Der ist richtig teuer. Ich glaube, Jesus. Wir haben 8 Stück. Jesus hat eine Flasche Whisky mitgenommen. Ja. Boah. Der gibt richtig Asche. Der gibt... Kann es sein, dass ab und zu auch nichts am Ding ist? Weiß ich nicht. Kann vielleicht... Vielleicht gibt es keinen guten geangelt. Spot. War nichts dran. Alter, hier ist so ein richtig schwarzer Fleck, Alter. Ja, ab und zu entstehen mehrere Schichten Kot. Nee, das ist unter der Fackel, da kann ich gar nicht putzen. Ich krieg den Kot hier nicht weg. Ist das vielleicht das Problem, warum unsere Reputation nicht steigt? Dann räum die Fackel kurz weg und schrubb den Kot weg. Das ist richtig schwarzer Dreck. Okay, ich habe nochmal 2 braune und Müll. Ich habe 2 Portugiesen. Weißt du, über Family Guy, die ja. Portugiesen. Boah, Alter, wie viele Flecken hier sind in dem Ding. Wahnsinn. Alter, da war richtig... Wow, ich kassiere mal kurz ab. Da waren 4 Flecken in einem Fleck. Das war ja übel. Der Besen ist fast an dem einen Fleck schon, ist der Besen zugrunde gegangen. Riesiger Batzen Kacke muss ich da wegmachen. Ey, das ist aber ein Kelch. Der Müll war ein Kelch. Das sah noch voll gut aus. Vielleicht kriegst du für einen Kelch mehr beim Schreddern. Aber der Fisch geht gut weg, ne? Ja. Also wir können hier, also mit Fisch kannst du richtig Kohle machen. Wäre geil, wenn es dann später irgendwie andere Arten von Angelrouten gäbe, weißt du, so eine Profi-Angel. Ja, das wäre nice, aber es ist halt noch sehr early, um jetzt zu sagen, ob sowas überhaupt kommt, ne? Naja. Er konnte brauner Fisch nicht finden, ne? Fisch ist schon wieder weg, ist alles... Ich habe eben wieder nur Müll rausgezogen. Am alten Spot, oder? Ja, ich bin jetzt wieder am alten Spot, der ist gut. Kleiner blauer Fisch. Ne, deswegen ist ja, wenn du dann... mit dem Boot rausfährst, wenn du ein Boot kaufst, kannst du halt rausfahren und da kannst du dir dann die guten Angelspots mehr oder weniger markieren, glaube ich. Kannst, glaube ich, sogar eine Boje kaufen, dass wenn du dann einen guten Spot hast, kannst du den markieren mit der Boje. Ich kaufe 55 ist der Müll wert. Whisky und Kohl. Ne, mein Müll. Also wie viel wir jetzt aber verdient haben, auch nochmal mit diesem Whisky-Bonus, ne? Ja. Ich werde uns jetzt eine neue Lizenz holen und dann dick Bahn einkaufen. Jetzt mal richtig Leute die Butze holen. Oh, wir haben nochmal 3 Fische. Schön lecker 3 Fisch. Guck mal, 13,13,1 haben wir gerade an Geld. Geil, Mann.
Ja, wir haben verdient. Belli. Jetzt musst du auch noch hier die Dinger wegbringen, die Körbe, die leeren. Ist der Müll da? Guck mal, der Müll ist hinten durchgeplumpst, warte mal. Hä, der liegt da hin? Der Ecke. Ist immer noch da. Jo, kann ich aufheben. Ja, ich hatte doch auch mit dem Dings, mit der diese Rosenflasche, die ich da gefunden hatte. Manchmal fliegt das da hinten irgendwie durch. Das ist jetzt auch nicht so das Drama, ne? Ja, aber das ist hier so eine Uhr. Ein Kompass. Opas alte Gaschenuhr. Vielleicht kann man ja irgendwann, weißt du, das wäre auch geil, so ein Trödler dann noch mit drin, weißt du, wo du dann die... Den ich rausgeangelt habe, einfach so einen ganzen Markt. Ganzen Trödelkarren aus dem Wasser gezogen. Ja, das wäre geil. Antiquitätenhändler. Ja, genau, das ist halt so, ne, dem alten Schwarzbart sein altes Piratenschiff ausgenommen hast. Schön Magnetangeln gewesen. Nacht, jetzt kommt auch keiner mehr, ne? Nee, da ist durch. Es wird Nacht in der Stadt. Und zwei wahnsinnige Trödelhändler haben sich dazu entschieden. Nachtangeln, nacktes Nachtangeln. Nacktangeln, also das ist definitiv schon mal vorgekommen auf dieser Welt. Dass ein Haufen Männer nachts nackt geangelt hat, da bin ich mir sehr sicher, dass das passiert ist irgendwo im Laufe dieser... Also im Norden wird es, glaube ich, täglich betrieben. Walnuss ist auch leer, Rose ist leer. Na, schauen wir mal gleich, was wir uns da finden. Oh, ich habe nochmal Whisky rausgezogen. Ey, und Cheddar. Den alten Cheddar-Whisky. Guck mal, was ist das hier wert? Ist der Müll immer was anderes wert? Nee, immer 55 bis jetzt. Mein Fass war nur 50 wert. Und das, echt? Ich hab... Das war so ein Fass, da hat jemand einen Körper drin aufgelöst mit Säure. Säure? Säure mit Whisky. Ey, guck mal, Whisky ist 480 wert. Das sind 8 Stück drin. Das ist richtig Asche. Das sind fast 4000, Das ist richtig, richtig Pateus. Das ist richtig Pateus. So, es gibt eine Nusslizenz. Da dürfen wir Mandeln, Cashews, Kastanien und Haselnuss haben. Da gibt es die südliche Früchtelizenz, Bananen, grüner Apfel und gelber Apfel. Die Alkohollizenz, Bier, Champagner, Whisky, Wein. Sollen wir nehmen? Apropos Apfel. Gewürze. Ich hab den Apfel nie gegossen, glaube ich, ne? Ich hole jetzt mal diese elitäre Luxuslebensmittel. Bier, Honig, Parmesan und Erdbeerschokolade. 5000. Ich hole mal die Alkohollizenz. Weil wir jetzt richtig schön alles an alkoholischen Tränken anbieten. Ja, da, wo ich eben geangelt habe, ich habe zweimal im selben Spot quasi einen Whisky rausgezogen. Da war nämlich mal früher eine alte Whisky-Brennerei, aber die hat irgendein ominöser Brandstifter. Da treffen sich abends die Obdachlosen und verstecken da ihren Schwarzgebrannten, weißt du, und er macht da so einen Mythos raus. Ich angel das weg. Ich angel den das weg. Boah, morgen haben wir Champagner im Angebot. Alter, jetzt kommen jetzt so, jetzt natürlich klar, wenn du Geld machen willst, musst du auch Kunden mit Geld anlocken. Ja, klar. Ey, so ein Tropfen Maggi auf die Zunge und der Heißhunger geht weg, ne? Hast du jetzt gerade Maggi getrunken, Kreis? Nein. So einen schönen heißen Tropfen Maggi auf die Zunge. Haben wir die Tiere gefüttert eigentlich mit Maggi? Weiß ich nicht, müsste gucken. Die Heißhungertiere, ich kaufe auf jeden Fall mal einen Eimer mit Gras. Ne, siehst du hier, die haben alle kein Essen, ne? Haben wir die Tiere gemaggit? Ich mag Maggi voll gern. So ein schöner Tropfen heißes Maggi auf die Zunge. Nee, Zimmertemperatur, das ist wie ein guter Wein, weißt du, kannst du nicht... Ich habe hier so einen schönen 1996er, wo noch die alte rassistische Werbung gespielt wurde. Ja, ja. Und Maggi hat ja auch oben um diesen Dings herum immer so eine Kruste, ne, die sich dann so um diesen Spritznippel drumherum bildet. So die, das ist die Leckerkruste, die musste richtig schön... Sag mal, sind hier Fliegen? Komm mal her. Ist hier irgendwas geschimmelt oder was? Ja.
Irgendwas stinkt hier, aber der Fisch ist doch noch gut. Ja. Aber ich höre Fliegen. Ich höre auch Fliegen. Hier auch die Eier. Verrottet. Ein Welcher Fisch ist denn verrottet? Tag. Oh, da liegt einer drunter. Guck mal, hier unter dem Fisch, wenn du von der Seite reinguckst, unter der Fischtheke. Ach so, da liegt ist einer runtergerutscht. Guck, der liegt da unten drunter. Kriegst du ihn? Warte, ja. Ich... Ja. Das ist gar nicht gut für die Repo. Den schmeiß ich mal in den Schredder, oder? Ja. Oh, jetzt ist er da drunter gerutscht. Jetzt komme ich nicht mehr dran, doch. Ey, ich krieg Geld? 15 kriegt man noch für einen Gammelfisch. So einen schönen gammeligen. So, Eier und so hast du geholt? Ja. Aber irgendwie, seitdem du Feuerwerk in der Scheune gemacht hast, dann ne? Hol du ein Zeug. Ich kümmere mich um Gießen und so. Der Apfelbaum, der wächst hier in die Palmen rein. Das ist gut. Das wird so eine Klonfrucht. Nice. Ich hab mal auf der Seilbahn die Angel rausgeworfen, da gab nur einen braunen. Alter, Champagner haben wir jetzt. Also wenn da jetzt aber nicht die Reputation nach oben geht, wir haben auch Bier. Champagner, Bier, Whisky. Ja, weiß ich nicht. Anfangs ist das witzig, aber wenn die Männer dann nach Hause kommen und sagen, du hast wieder nichts zu essen gekocht. Ich hab den ganzen Tag, war ich arbeiten und du... Du blöde Schelle. Jetzt gibt's richtig Ärger. Was? Ich hau dein Ding aufs Maul. Ich hab's dir gesagt. Ich hau dein Ding aufs Maul. Ich werd mich in Rage feigen. Boah, haben wir hier viele Waren. Auch Rosen sind wieder dabei. Ein Gewächshaus kostet aber 6.000, Aber das ist aber Oberliga, ne? Da sind wir noch nicht. Nee, Gewächshaus ist wirklich Oberliga. Dann würde ich eher aufs Boot erstmal setzen. Aber heute pflanze ich auf jeden Fall wieder was Cooles ein. Noch ist, wie viele Tage ist denn noch Winter? Naja, Weihnachten durch, definitiv. Heute ist Tag 20 Winter, also haben wir noch. Okay. Weißt du, weil hier der Bauernhof, der muss ja, habe ich gestern und vorgestern gar nicht dran gedacht, Samen zu kaufen, doch trotz des Geldrauschs. Der muss bestückt werden. Aber da hatte ich auch noch nicht den belebenden Maggi-Spritzer auf der Zunge. Tja, Maggi macht's, ne? Ja, jetzt so mit Maggi kann ich einfach besser denken. Jetzt, wo ich meine Geschmacksverstärker im Blut habe, kann ich einfach besser, bin ich einfach ein besserer Mensch. Mit Maggi fängt das Leben an. Maggi, Maggi, Maggi. Ja, die haben sich auch damals so in den 60ern, 70ern haben die sich so eine Marktposition geschaffen, ne, die du heute nicht mehr einholen kannst, so. Ja. Ich meine, ich habe das letztens auch dieses, was total crazy ist, ist eigentlich dieses Gewürzmischungen, ne. Es ist ein paar Cent Produktaufwand und die verkaufen diese Gewürzmischungen teilweise für 5,50 Euro oder so, wo ich mir denke, Alter, da kriegst du Zwiebel, Knoblauchpulver, ne, Paprikapulver, so. Weiß ich nicht, ne? So, nimm. Ich versuche nochmal Whisky zu angeln. Das kriegst du für ein paar Cent, so. Ja, aber die kloppen sich da die Schädel ein, ne? Ja. Ich krieg sowas immer geschenkt, dann zu Weihnachten oder so. Boah, hier, da wird der Champagner schon gekauft. Jetzt will ich aber auch sehen, dass der. Was kostet der? Weiß ich nicht. Ich muss hier gerade abkassieren. Die kauft eine Möhre. Oh, ich habe Whisky geangelt. Direkt Alter. Instant. Alter, ich sag doch, hier ist so ein Penner-Versteck. Der Typ, Alter, der kauft nur Whisky, Bier und Champagner hier. Ja, klar. Jetzt ist es wie in jedem Supermarkt-Simulator. Am Ende geht's dann nur noch um die Spirituosen. Ein Bier kostet 132. Wo ist denn der Champagner? Wo hast du denn den hingestellt? Na, irgendwo da vorne. Beim Bier in der Nähe. Oh. 384 kostet so eine Flasche. Wie viel? 384. Das ist ja Whisky teurer. Ja. Ja gut, wir haben auch hier nur den billigen Spritzecco, ne?
Ja, es ist halt nur so ein arme Leute-Champagner. Aber sie konnte normaler Fisch nicht finden. Abnormaler Fisch, hier, da ist er. Je ne pas merlo. Erstmal hier dem alten Schluckspecht die ganzen Whisky-Kisten aus dem Versteck geangelt. Grünkohl. Morgen angel ich dann drüben beim Antiquitätenhändler. Boah, machen wir Geld, was hast du geholt? Lauch. Gucken, wie viel Lauch da drin ist. Auch der Laden ist wahrscheinlich eine Todesschlange, oder? Vielleicht müssen wir echt mal über Personal bald nachdenken. Bei der ganzen Arbeit, die man hier nebenbei hat noch. Ja, irgendwann brauchen wir das, klar. Der Lauch hat, der war teuer, ne? Ja, der ist sehr teuer, aber der braucht dafür nur 4 Tage. Boah, du musst unbedingt die ganzen Durchfall wegmachen. Oh Gott, wo ist der Besen? Was habe ich denn hier gefunden? Irgendwie ein riesiges Stück Seife. Naja, aber guck mal, wir kommen nicht über 109, ne? Ja, weil wahrscheinlich irgendwo in der Ecke hat jemand so einen Krümelkacke hingestreut. So einen feinen Krümel, den man halt nicht wirklich sieht. Ich habe den kleinen Krümelkacke gemacht. Und er riecht auch nicht so penetrant, dass man ihn findet, aber... Naja, wir haben erst bei 106 gehangen. Jetzt sind wir wenigstens schon mal bei 109. Dabei Champagner, weißt du? Wir haben ah, die vielleicht müssen wir auch den Laden vergrößern. Sollen wir mal ein Upgrade gleich holen? Weißt du, wenn der Laden größer wird, ist natürlich auch, dann sagen die, dann ist es halt nicht mehr der kleine Laden da an der Ecke, sondern ey, kennst du schon dieses große Geschäft dort? Ne, das ist ja also... Naja, wir wissen ja, dass eines Tages wohl aus diesem ganzen Inselgedöns hier ein riesiger KI-Markt wird. Alter, alles in Fisch ist weg, der war doch eben noch voll. Ich wusste eben nicht, wohin mit dem Fisch. Und jetzt... Und wir haben nur die kleine Fischtheke. Warte mal, ich erweitere jetzt mal den Laden, mal gucken, was es kostet. Markt. Boah, 3000. Oh nein, Keller war das. Ach, ich habe auf Keller geklickt. Wir haben einen größeren Keller jetzt. Cool, den wir noch nie benutzt haben. Na, ja, einmal haben wir ihn benutzt. So, ich habe den Markt erweitert. Naja, eine Whiskykiste. Eine Whiskykiste. Irgendwann wollen wir doch eh alle. Irgendwann wollen wir doch eh alle Upgrades haben, oder? Ja, ja, na klar. Ich denke mal, irgendwann werden wir den Keller auch brauchen, weil wir ja riesige Produktmengen irgendwie kaufen werden oder zumindest oder Pflanzen. Überleg mal, was ich dann pflanze, ne? Also, naja, jetzt im Moment ist nur ein Streifen bepflanzt. Der konnte Ziegenmilch nicht finden. Ja, blö, dann geh doch draußen und saug an ihrem Euter, du Perversling. Ist er jetzt größer geworden, ja, ne? Ja, aber Reputation ist gesunken, weil mehr Dreck jetzt da ist. Ja, das Sortiment ist jetzt auch nicht mehr so pralle. Oh, der Besen ist kaputt gegangen. Bist du gerade da an dem Angelspot und kannst ja, auf dem Rückweg einen Besen? Ich bin aber, glaube ich, voll, aber so. Ich renne dann. Oh, hier ist eine Schlägerei wieder ausgebrochen. Da zwei Männer halten ihre Brust aneinander und provozieren sich gegenseitig ganz stark. Da, jetzt geht eine Frau dazwischen. Ah, jetzt gehen sie auseinander. Okay, gut. Alter, wie schnell der Fisch weg ist. So schnell kann ich gar nicht aus dem Meer holen. Ja, am Ende brauchen wir auch beide große Taschen. Aber wir haben ja dann auch Mitarbeiter irgendwann. Also wir können ja irgendwann, kann ja jemand abkassieren. In der Zeit können wir uns um die Kohle kümmern. Zwiebeln suchen die Leute. Zweimal Hass wegen keine Zwiebel. Warte, ich komme jetzt erstmal mit Besen und Angel. Musstest du eigentlich schon eine neue kaufen oder hält die noch? Ja, jetzt habe ich eine neue geholt. Ja, ich meine, für 300 ist trotzdem eine gute Invest, also... Ich habe die zerschreddert, dann habe ich nochmal 100 zurückbekommen. Oder 150 sogar. Wäre nur geil, wenn es irgendwie noch einen Ködermann gäbe, weißt du so, dass man schneller angeln kann oder so. Ja, nee, bis jetzt gibt's halt nur das Boot, ne, und Bojen, damit du den Spot irgendwie markieren kannst.
Weil die Welt da draußen ist ja schon recht groß. Da verstecken sich noch einige Fische. Die Legendenfische auch. Da Willibald, der Wunderwels, der anderen Männern schon oft an die Nudel gezwickt hat, aber nie zum Vorschein kam. Aber der ist Shiny Holo, oder? Der Shiny Reverse Holo ist. Ghost Magic mit Rand. Obwohl wir jetzt Upgrades geholt haben für 6500, sind wir schon wieder bei 10.000. Ja, ja. Und der Laden ist noch voll. Das ist schon heftig, ne? Oh, die hat den vorgelassen, ne? Business is booming. Business ist mega booming gerade. Ja, es ist auch die Fische und so und was wir halt im Wasser finden. Es gibt halt nochmal dann so den extra Würze. Den ja. extra Schmack. Oh, jetzt habe ich Lust auf Maggi, weil du Würze gesagt hast. Ich habe Suchtprobleme. Die Werbung hat es aber auch echt leicht bei dir, ne? Es ist nicht die Werbung, es ist einfach das, dass man wird damit groß, ne? Und ich wurde mit Maggi gestillt. Ja. Meine Mutter hat so viel Maggi getrunken, dass es ihr aus den Nippeln kam. Gute Gewürzmilch zum Stillen der Babys. Alter, ey, es ist Wahnsinn. Die Leute reißen dir trotzdem die Regale ab, ne? Es ist verrückt. Ja, die sind in einem Rausch aus Hass und Kauf. Netz wäre auch gut, dass man irgendwie so richtig rausfährt und dann sagt, ja, wir haben heute wieder 20 Fische. Also direkt quasi den Bestand wegangeln, was? Ja, ja, klar. Alles weg. So schnell können die sich gar nicht vermehren. Nee, dürfen sie nicht. Jetzt gibt's Prügel mit toten Fischen. Und, komm, ist da noch eins? So. Hast du gesehen, was angekündigt wurde? Subnautica 2, ne? Ja. Für nächstes Jahr. Das heißt, wir müssen da immer noch das große Chor Wunder LP Leute machen. Da sagen auch welche, ihr habt gesagt. Wobei ich sagen muss, ne, hier Dings, da war ja so riesen angekündigt, hier Slime Rancher 2. Und ich finde, das war irgendwie ein Flop, ne? So, aber es war eigentlich nicht wirklich schlechter. Ja, aber es war auch eigentlich nicht wirklich viel besser, ne? Also, ja, die Slime Rancher Formel war durch. Also bei Subnautica 2 müssen sie schon mit neuen Fischen und so einem Kram um die Ecke kommen, weil sonst ist ja langweilig. Ja, und Subnautica hatte halt auch dieses, ne, du hast so ein bisschen diese Lore, die zwar irgendwie da ist, aber auch irgendwie entdeckt werden will, ne? Subnautica war richtig geil, das hat richtig Bock gemacht. Also habe ich auch nochmal Bock, das zu Let's Play in so einem Koop. Ich glaube, das wird auch richtig erfolgreich. Also da haben die Leute richtig, richtig Bock drauf. Alter, wie viel Dreck ist hier überall? Leute werden sagen, endlich, du hast gemacht. Ey, weißt du, aber dass die Leute auch sagen, oh, hier hat schon einer hingekackt, da kacke ich noch mit oben drauf. Ja klar, würde ich aber sogar fast auch machen, wenn ich schon in den Laden kacke, oder? Würde ich dahin kacken, wo ich mir denke, ah, es ist schon verflogen, der Gestank. Es fällt nicht auf, wenn ich jetzt auch noch mein Würstchen drauf parke. Ist schon eingetrocknet, können sie ja dann eh wegfegen. Ja, guck mal, wie viel Geld wir machen. Wir hätten, wenn ich jetzt das Upgrade nicht geholt hätte für Keller und Bude, wären wir so über 20, ne? Wir wären jetzt bei 22.000. Zuckerstange, Lolli, so. Das ist die Champagner-Lizenz. Das ist die Shampoos-Lizenz, glaube ich, ja. Ja, aber Alkohol, ne? Kannst du halt, ist die Marge auch recht groß. Ja. Wahnsinn, so, jetzt Alter. Ist durch, oder? Ja. Dann aufräumen und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Ja, ich sag mal, man will ja auch nicht aufhören irgendwie, ne? Nee, man will ja ewig weiterspielen. Das ist so ein... Aber wir müssen... Wie kann ich das Regal denn umstellen? Muss ich dann die Sachen runternehmen? Oder X, ich glaube nicht, nee. Doch, die fallen... X dann gedrückt halten. Achso, die fallen durch. Die fallen durch. Aber man kann ja, dadurch, dass man so krass ist, einfach alles wieder aufheben. Also die Tasche ist schon echt ein gutes System, kannst nicht anders sagen, ne? Lang mir an die Dasch. Die gute alte Dascher. Dascher. Die Eier und Whisky zusammenstellen, das ist so ein altes Gesetz. Ja, Eier und Whisky, das stimmt, das muss man so machen, habe ich auch gehört.
Und dann halt ein Boot und dann irgendwie raussegeln und gucken, ob man da den dicken Hai oder sowas holt. Oder halt so einen schönen Bal. Geheimen Gustav, das ist da die Legendenfische halt, die muss man da irgendwie rausholen. Dann ausstellen. Das sind Prestigefische. Eben richtig Räppi. Es wird wahrscheinlich ja auch mehrere Fischtrophäen geben, ne? Naja, wahrscheinlich. So, aber ich muss noch die Bestellung machen, dann müssen wir schlafen gehen. Dann speichert's. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.